Episode 35, verfluchtes Vermächtnis, und damit willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Boss, Code Talker's research has been stolen. The research materials have been packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. Enemy extraction choppers will be there any minute. You have to find and retrieve those containers before they arrive. That area is being guarded by Zero Risk Security, and their client is XOF. If the choppers make off with the containers, that research will end up in Cypher's hands. That cannot be allowed to happen. One other thing, boss. We need a cargo-capable Fulton extraction device to recover the containers. Use your iDroid to order its development and have it dropped in. Was? Okay. Ich dachte, hab ich schon. Okay, just wait a second. Erstmal Belohnungen entgegennehmen, alles klar. Beziehungsweise gucken, wer hier gestorben ist und wer nicht. Okay. So, dann Entwicklung, Waffen und Gegenstände. Ich dachte, habe ich schon. Bandana. Geil, wir können Bandana machen. Läuft. Ich habe doch Cargo 2 schon, oder? Ah ja, komm, wir machen mal die auch schnell. Bam, bam. Habe ich, glaube ich, schon Cargo 2, würde ich sagen, ja. Wo ist denn das Fulton? Boah, unter was gehört denn das Fulton, ey? Scheiß, die Wand an. Ah, ist alles gut. Fracht 2 habe ich schon. Läuft. Okay, dann wollen wir mal. Da müssen wir hin. Alles klärchen. Dann wollen wir da doch mal hin. Ich denke mal, das dürfte an zwei verschiedenen Orten sein. Das wäre sonst ein bisschen komisch. Hab mal den Hund mit seinem neuen Anzug, seinem Schleichanzug mitgenommen, weil außer erstens hat er keine Brille mehr, dieses komische Ding da nicht mehr. Und zweitens sieht der cool aus. Und drittens, er kann jetzt Gegner betäuben. Finde ich ziemlich nice. Dann muss er die nicht immer direkt töten. Fuck. Okay, komme ich nicht weiter. Verdammt. Dann müssen wir hier lang. So, einmal hier schnell rüberspringen. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Ja, wir müssen uns beeilen. Ach, Landminen. Pah. Ob die sind da unten, das ist mir relativ egal. Erstmal. Ja, ist gut. Finde bitte nicht so viele Feinde. Danke. Das Blöde ist, ich habe meine normale Waffe zum Betäuben, da muss ich aber ziemlich nah ran für. Okay, du bist so eine komische Pappfigur. Oh, fuck. Okay. Gut, Container sollten ja eigentlich relativ einfach zu finden sein, oder? Südlich. Lol, warum wird mir das hier unten angezeigt, lol? What the fuck? Ach, in dem Dschungel drin oder was? Okay, alles klar. Boss, looks like they're stepping up security around the target. Watch yourself. Watch yourself. Ja, ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin, kein Problem. Ist aber auch gut, wenn sie dann nämlich die, da. Nee, ist ein Zelt, okay. Du bist nur so ein Pappkamerad. Lebpappkamerad. Wir laufen mal hier schön lang. Da ist nämlich keiner, der mich sieht. Das finde ich geil. Und dann gucken wir mal, ob wir uns gleich anschleichen können. Und dann werden wir mal die ausquetschen, ne? Wie eine frisch gepresste Zitrone. So, irgendwas hat er noch entdeckt. Ich weiß leider nicht genau was, aber es macht doch nichts. Ach, zwei Leute gleich. Ja, das ist natürlich geil. Ah, die kommen auch noch in meine Richtung. Das ist natürlich noch geiler. Oh Gott. Okay. Oh, na klar.
Scheiße. Okay, pass auf. Ja, ich will das nicht einsetzen, weil dann haben wir einen schlechteren Rang. Das ist kacke. Vielleicht habe ich Glück. Und die laufen jetzt da hoch. Nein, ich habe kein Glück. Okay, wenn die an mir vorbeigehen, kann ich den einen schon mal nehmen und dann den anderen ausquetschen. So läuft der Hase nämlich. Der da oben darf mich natürlich dann auch nicht sehen. Ja, ich glaube nicht, wir haben ja hier Hilfe. Okay, der Hund ist nämlich geil, weil der Hund warnt mich natürlich auch. And that is nice. So, wir klettern zu... wir klettern vor allem, wir kriechen zu... So, mein Freund, du bist K.O. Ohne Spaß. Finde ich geiler als töten direkt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil... wenn es ein guter ist, weißt du, kannst du den immer noch mitnehmen. Richtig nice, richtig nice. Das ist so verrückt. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt hinläuft. Du greifst ihn an, ne? Dann hol ich mir den hier. Ja, ja, ist gut. Halt die Backen. So, den hol ich mir eben. Komm schon. Und bam, Junge. Nice. Scheiß. Langsam. Ist auch egal, dass sie mich gesehen haben, weil der Container ist meiner. Und ihr könnt gar nichts dagegen tun, weil hier ist ein Wurmloch, Bitches. Okay. Okay, 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 okay. Warte, Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Wo treffen wir uns? Hier. Und weg. Weg, 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 weg. Komm her. You have to come with me, my lovely dog. So, alles klar. Ist doch relativ gut gelaufen, würde ich behaupten. Ja. Lass sie suchen. Sie werden mich definitiv nicht da finden, wo ich als letztes war. Ist blöd gelaufen, ne? Okay. Die Missionen sind sehr kurz, ey. Verdammt. Das Problem daran, dass sie so kurz sind, dann frage ich mich, ich mache, glaube ich, mal ein oder zwei Missionen in eine Folge, weil das, glaube ich, besser ist. Dann kommen wir auch mal voran hier, ne? Wurde der gerade beschossen? Von da hinten irgendwo? Krass. Schnell hier rein. Und ab dafür. Tschüss. Sehr gut. Ah, der Hund ist schon cool. Vor allem jetzt, wo er betäuben kann. Ziemlich fresh, der ganze Schissel.
Wir sind raus, wir haben es geschafft. Läuft. Tja, ich weiß. Ja, wie gesagt, ich denke, ich werde hier noch eine Folge dran machen. Ich sag aber schon mal so vielen Dank und bis zur nächsten Folge, falls jetzt hier doch nichts dahinter kommt, falls die nächste nämlich dann zu lang werden sollte. Ne? Ich werde das mal jetzt relativ clever machen. Deswegen wisst ihr Bescheid, ne? Boss, we got Code Talker's research materials back in one piece. The medical team has them under lock and key in the quarantine facility. The materials should help their research into the vocal cord parasites. Cypher won't be getting their hands on them now. Code Talker examined everyone here. And one of us is infected. It's quiet. It was our cutting-edge MRI that finally revealed it. But we don't know what language strain it is. Get back to base. Time for her to talk. You know the room number. 101. Deswegen ist quiet auch immer quiet, also ruhig. Vielleicht. Anything? Still living up to her name. How about you drop the act? Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me! Your lungs have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Refreshing? Salt water. No! She'll die. His life isn't yours to take. Enough. That's enough.
she wanted to kill the boss, he'd already be dead. Same goes for us. She's had plenty of chances. She can't talk. She's not here to kill anyone. You're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. She's in love with the legend. What makes you so sure? I was the same way once. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Go on all day. Boss. Let her go. She won't speak, so she can't spread the infection. Nicht nachgedenti. Oh. Idigi black anat e. Oh. Ako kode jistesni. Dne bizad. Belagana gesneta. Tato be yasteta. Aseitota. Toto nista. Toto nista. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Boss, some of the kids we've been keeping here have escaped. We don't know why they ran off, but it may have something to do with Ralph's death. The intel teams are looking for them as we speak. I'll add information to your SIDOPS list as it comes in. You need to locate and secure those kids. I'll try to find out what happened. Alles klar, Quiet hat ihr Schweigen gebrochen. Und sie wurde hergeschickt, um die Parasiten hier unter die Menge zu bringen, sage ich mal. Aber sie hat es nicht getan. Über ihre Gründe kann man nur spekulieren, aber sie will es halt nicht. Krass, sie hat gesprochen. Alles klar. Gut, damit ist die Folge jetzt aber beendet. Da kommt jetzt auch nichts mehr dran oder so. Das ist die Folge. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein!